Ich habe mir heute einen Oscar-Anwärter angeschaut, und zwar den Anwärter für den besten Dokumentarfilm. Und mich würde es wirklich wundern, um nicht zu sagen enttäuschen, wenn Roll Packs I Am Not Your Negro nicht gewinnen würde. Der Film verbindet aktuelle sowie alte Nachrichtenausschnitte und Filmausschnitte mit Archivfotos und erzählt so die Geschichte Amerikas neu. Und zwar aus der Sicht eines Afroamerikaners, aber nicht nur irgendeines Afroamerikaners, sondern aus der Sicht des amerikanischen Autors James Baldwin. Samuel L. Jackson leiht dem verstorbenen Autor seine Stimme und zitiert aus seinem unvollendeten Manuskript Remember This House. Und Baldwin erzählt von seiner eigenen Kindheit, wie es war, als Negro in Amerika aufzuwachsen. Aber er erzählt auch aus dem Leben seiner Freunde und bedeutenden Bürgerrechtler Malcolm X, Martin Luther King und Medgar Evers. Sehr, sehr, sehr sehenswerter Film. Heute befinden wir uns vor einer Bar, weil das war auch der letzte Beitrag heute aus Spanien, El Bar, der außer Konkurrenz läuft. Darin barrikadiert sich eine Gruppe Menschen in einer Bar in Madrid, nachdem Schüsse gefallen sind am offenen Platz. Und es stellt sich schnell heraus, es geht hier nicht um einen Terroranschlag, sondern um ein Virus, das ein Mensch in sich trägt. Und diese Leute versuchen halt zu überleben. Es wird halt sehr düster, es geht sehr viel um Angst und ist sehr unterhaltsam. Es ist ein bisschen wie einer dieser klassischen amerikanischen Horror-schwarzen Komödienfilme. Super lustig. Leider nicht im Wettbewerb, absolut empfehlenswert. Heute war sonst auch noch zu sehen Colo, der portugiesische Beitrag, also wir sind auf der Iberischen Halbinsel. Dieser Beitrag handelt von Opfern der Wirtschaftskrise, einer Familie, die kein Geld mehr hat, denen der Strom abgestellt wird, die irgendwie ihr neues Zuhause suchen, die sich mit sich selbst beschäftigen müssen, ob sie es miteinander aushalten oder nicht, wo die Rollen sich verändern. Gute Idee, leider sehr lang gezogen, sehr, sehr langsam. Es sind einige Kritiker auch rausgegangen, hätte mehr sein können. Und der dritte Film im Bunde, Rückkehr nach Montauk von Volker Schlöndorff, einer deutschen Institution mit Stellan Skarsgård in der Hauptrolle. Stellan Skarsgård spielt Max Zorn, nicht ungefähr von Max Frisch, auf dessen Romanvorlage das basiert. Es ist zwar nicht dieselbe Geschichte, aber sie ist inspiriert davon. Und Max trifft seine Jugendliebe wieder und geht mit ihr ein Wochenende an die Küste nach Montauk. Und dort sinniert er darüber, was wäre gewesen, wenn. Und auch heute bei der Pressekonferenz war Stellan Skarsgård mit der ganzen Belegschaft, Volker Schlöndorff. Ich habe mir heute im Panorama den Dokumentarfilm Untitled angesehen. Dabei handelt es sich um den letzten Film des 2014 verstorbenen österreichischen Filmemachers Michael Klaborger. Klaborger plante ursprünglich damit, eine Dokumentation zu drehen, die keinem bestimmten Thema folgt und einfach nur verschiedenste Kulturen und deren Lebensweisen einfängt. Aber leider verstarb Klaborger während den Dreharbeiten infolge einer Malariaerkrankung. Und nun nahm sich seine ehemalige Stammkaterin Monika Willi der Aufgabe an, das bestehende Videomaterial zu einem kohärenten Dokumentarfilm zusammenzuschneiden und eine Narration drüber zu legen. Und das Ganze ist zumindest in meinen Augen ein wirklich tolles Ergebnis geworden, das mit wirklich fantastisch eingefangenen Aufnahmen einen fast schon poetischen Sog entwickelt. Und Ende März wird Untitled die diesjährige Diagonale in Graz eröffnet. The wish was in me to say this material is just too good not to be shown, and it was my wish to make a film out of it and to address and ask the production companies and Andrea Klaborger to allow me to make this film, which they thankfully did.